Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Immortals Phoenix Rising oder Phoenix Rising. Wir haben ja gesagt, dass wir im heutigen Part hier uns diese Insel hier mal, zumindest mal diesen Teil der Insel angucken, warum auch immer, der lockt mich irgendwie an. Dann laufen wir hier rüber, gucken uns hier das Ambrosia an, wenn das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Und dann gehen wir, wenn das alles so hinhaut, straight away zur Hauptquest. Das ist so mein Plan. Mal gucken, ob er sich so umsetzen lässt. Ich habe so meine Zweifel. Im letzten Part haben wir ja diese Harpie da gefunden, sage ich mal. Die hat ein bisschen rumgestresst, die Osomene oder wie sie heißt. Ich habe eigentlich relativ frühzeitig die Flucht ergriffen, aber ich denke schon, dass es die richtige Entscheidung war. Ich mag das eigentlich nicht in so Games, wenn ich dann schon Kämpfe bestreite, wo das Spiel mir eigentlich sagt, deine Rüstung ist eigentlich noch zu schwach, sage ich mal. Natürlich kann ich das machen und eventuell nach zigtausend Tränken kann ich die auch schaffen, eventuell. Aber habe ich vielleicht auch ein bisschen frühzeitig die Flucht ergriffen. Ist mir selbst dann so im Schnitt aufgefallen. Aber ich denke, die machen wir sehr bald schon. Also das wird nicht zu lange dauern. Vielleicht noch ein Ambrosia, ein bisschen Rüstung, einmal die Waffe aufwerten und da holen wir uns so auf die Tour. Vielleicht noch einmal den Verteidigungstrank aufwerten. Ich denke, dann sind wir da auf jeden Fall gewappnet für die Tante. Genauso sieht es auch mit dem Minotaurus aus, den wir da noch am Start haben. Der läuft ja auch noch im südlichen Gebiet rum, den ich einmal getroffen habe und der mir auch ziemlich schnell, der mich ziemlich schnell verprügelt hat. Da läuft jemand bei mir vor der Tür rum. Dem werden wir uns natürlich auch noch stellen. Ich habe gerade gesehen, in der Aufnahmepause hat die Xbox mir hier angezeigt, hier von wegen. Übrigens, lieber Spieler, was mache ich da? Übrigens, lieber Spieler, du sollst 100 Bäume fällen und so ein Kram. Also es ist tatsächlich auch vom Spiel so vorgesehen, dass man die Bäume fällt und dass man halt dann seinen Kram da findet. So, Gewölbe von Tartaros haben wir dann noch mitten im Gras entdeckt. Nee, wollte ich nur mal so gerade gucken. Ist mir gerade nur eingefallen, weil ich die Bäume hier sehe. Und wir sollen ja, glaube ich, auch noch irgendwas finden, überwuchertes oder sowas. Keine Ahnung, was die damit meinen, ob das die Goldbernsteine sind oder nicht. Hier diese Heldenprüfung und so ein Kram. Werden wir sehen. Auf jeden Fall haben wir uns ein bisschen blauen Pilz abgesnackt. Hier ist irgendwie gar nichts. Schade eigentlich. Ich dachte vielleicht nochmal so an ein Pferdchen oder sowas. Mir wurde auch schon in die Kommentare geschrieben, dass man viele epische Pferde und der Kram auf so abgelegenen Inseln und so weiter entdeckt. Wäre natürlich jetzt hier möglich gewesen. Was ist hier los? Ist das das Gewölbe von Tartaros? Führt das hier hin oder ist das einfach nur ein bisschen Quatsch? Und warum drücke ich ständig die falschen Tasten? Das sind so meine Fragen, die ich hier so habe. Da wäre wieder was. Komm, bewachte Truhe. Ne, Gewölbe des Tartaros. Ich habe mir auch schon überlegt, einfach mal auf die anderen Inseln zu fliegen und die schon mal aufzudecken. Das kann ja auch nicht so schaden. Da könnte man sich dort schon umgucken und ein bisschen hier irgendwelche Sachen absnacken oder irgendwo vorbeifliegen und sich schon irgendwelches Material halt holen. Aber letzten Endes ist das ja auch ein bisschen Cheaten, ne? Muss man halt auch sagen. Dann sollte ich mich lieber hier mal genauer umsehen. Das wäre vielleicht die clevere Alternative. So, wir sind einmal um die Insel gerannt und haben einfach mal nichts entdeckt. Soll es in dem Spiel dann auch mal geben. Das ist echt mal... Da sieht man eigentlich, wie befremdlich das ist, dass es einfach mal nichts gibt in irgendeinem Gebiet. Es ist eigentlich schon ziemlich gerade... ist das die Quest, wo wir waren? Was ist da unten los? War ich da mal? Ist das die Hauptquest-Geschichte? Das könnte sein. Haben wir da die Perle reingeschmissen? Möglicherweise war das der... das war, glaube ich, der Weg der Perle. Der Weg der Perle. Kann das... Vielleicht. Ich weiß es nicht. Oh Gott, nein. Help. Ach, es ist so geil. Der Weg der Perle. Ja, doch, könnte sein. Der Weg der Perle führte hinab und dahin. So irgendwie. So wird es gewesen sein. Könnte echt sein, oder? Sind wir da nicht runtergechumpt? Das könnten... Ja, doch. Da sind wir, glaube ich, runtergechumpt irgendwo. Ich stelle irgendwelche vage Vermutungen auf. Das kann niemals stimmen, was ich da sage. Aber es ist immer noch richtig geil. Auch wenn ich mich jetzt einfach mal 5 Minuten sinnlos umgesehen habe. Super, traumhaft, Monty. Ah, Moment. Die holen wir uns mit. Was bringen die Verteidigungstränke oder sowas? Kann nicht schaden. Hier, gib her. Danke. So, dann geht's also weiter. Eventuell snacken wir uns das Ambrosia ab. Ansonsten geht's straight away zur Hauptquest. Sind ja nur noch 1200 Meter. So, springen wir mal hier hoch. Das sollte eigentlich klappen. Zieh dich hoch. Phoenix, wie auch immer. Du kannst das. Du bist hier nämlich der Man. So. Hier rüber. Bisschen Aufwind ausnutzen und hoch geht's.
Hoch geht's? Geht's da noch weit hoch? Oder geht's zu weit hoch? Also nach links. Nach links. So, Phoenix, ausruhen bitte. Und noch einen blauen Pilz absnacken. Sehr geil. So, gehen wir noch einen Meter hoch. Gibt's nämlich auch noch einen blauen Pilz. Stimmt, da hätten wir auch noch eine Quest, die wir abgeben können. Hier so eine Heldenprüfungsgeschichte, die wir auch erledigt haben. Ja, ich sag hier, bald wird es schon nochmal ein bisschen nach vorne gehen und dann können wir das halt eben auch nutzen, um halt dann. Ja, das war die Stelle, oder? Da haben wir damals die Perle runtergeballert. War das nicht so? Ja, und da sind jetzt silberne Viecher. Ja, tatsächlich, die Gegner leveln dann so ein bisschen mit, ne? Okay, ich habe aber jetzt keinen Bock, mich wieder in Kämpfen hier oder in Kämpfe zu verstricken. Keine Lust. Muss jetzt nicht sein. Was allerdings sein muss oder könnte, wäre das hier. Und zwar, wenn ich hier mal. Da ist doch die. War das nicht? Ja, das war das mit dem Dorf da, oder? Haben wir auch schon erledigt. Was ist, wenn ich hier so drüber gucke? Gewölbe des Tartaros entdeckt, genau. Einfach immer mal so wieder Fresko-Herausforderung. Einfach immer mal so wieder drüber gucken. Es kann nicht schaden. Man findet immer mal wieder was. Was war freischaltet? Hallo, da mach's auch. Truhe entdeckt. Ah, da ist auch wieder was. Hallo. Hallihallo. Hallo? Truhe. Hallo. Ey, was ist denn? Die war doch da. Ey, bin ich bescheuert? Sind das mehrere? Mehrere. Ah, hä? Hallo? Ich drück's doch. Sag mal, das gibt's doch gar nicht. So, jetzt aber. Ah, und das ist auch noch was. Da oben auf der. Hä, da war ich doch. Ist das oben? Das ist halt doof, dass man das nicht angezeigt bekommt. Wahrscheinlich nur, wenn ich es anwähle oder so. Ey, ich krieg das heute nicht hin, ne? Ist ja Wahnsinn. Ja, wo ist es denn? Ah. Boah, ich bin wahrscheinlich gerade so sehr weit entfernt. Vielleicht geht das nur 500 Meter weit und dann ist es halt sehr, sehr empfindlich. So nehme ich das jetzt mal wahr. So, auf jeden Fall hätten wir hier ein Bärchen, das auf die Mütze will. Dann hätten wir noch, wie gesagt, das Ambrosia, das ich absnacken wollte, das allerdings ziemlich weit unten ist. Will ich das wirklich? Ja, ist wahrscheinlich aber einfach nur bewacht, oder? Nein, nein. Oh, nee, doch, doch, will ich. Moment. Kann ich das hier abschließen, wenn ich hier was habe? Geht es? Verfolgen? Nee. Ich kann es nur verfolgen. Sammle Ambrosia könnten wir auch abschließen. Ist mir auch nicht schlecht. Und das hätten wir auch. Ja, da könnten wir einiges abschließen. Also, markieren wir mal das Ambrosia und flitzen einfach mal dorthin. Jo, hier sind noch. Ja, das war die Stelle. Das sind die kleinen Gegner, die wir hier unterwegs weggehauen haben. Aber die Kämpfe machen einfach auch Laune. Immer mal wieder so ein bisschen kämpfen hier kann nicht schaden. Was kriegen wir? Oh, 44. Doch, das ist einiges. Dann lohnt sich sogar hier die Kämpfe zu machen, würde ich sagen. Machen wir dann auch. Eventuell kriegen wir ja noch eine Folgequest, wo es heißt, ihr müsst aber heute, was weiß ich, so und so viele Todesritter hier umkloppen und das wird natürlich noch geiler oder sowas. Stimmt, ich wollte das mit dem Vogel hier auch mal umskillen, dass er die Ausdauer fallen lässt. Ja, ich weiß, der Totenritter da hat überlebt. Aber machen wir zuerst den Weg und das kann unser Vogel regeln hier. Saugut, saugut Vogel, saugut. So. Jetzt gehen wir das Ambrosia holen. Ja, auf der Startinsel hätten wir noch zu tun. Wir haben so. Wo schickt er mich hin? Warum schickt er mich da oben hin? Was ist da los? Hä? Habe ich da irgendwas markiert? Nö, eigentlich nicht. Oder? Oder was will der von mir? Keine Ahnung. So, das Ambrosia da hinten wird ziemlich sicher bewacht sein. Egal, hinlaufen. Wie sieht es mit den Tränken aus? Auch nicht mehr so gut, ne? Na, da laufen wieder dicke Gegner rum. Aber trotzdem, die Gegner hauen wir weg. Das lohnt sich durchaus, weil wir einfach viel schneller an unser Ziel kommen. Da gibt es auch noch was Schönes, was ich eventuell leider nicht zeigen kann, weil ich zu schlecht bin. Man kann irgendwie, wenn die Gegner hier sowas loswerfen, das kann man auch fangen. Das finde ich auch ganz nice gemacht. Also kann man die Telekinese auch gegen die einsetzen, wenn sie das gerade. Jetzt vielleicht? Ah, schade. Ich weiß nicht genau, wie man das steuerungstechnisch umsetzen muss. Kriege ich jetzt nicht ganz geregelt. Also das muss man wahrscheinlich ein bisschen besser timen oder üben. Probieren wir es doch einfach mal. So, jetzt da was zu fangen. Mal gucken, ob es klappt. Hier seht ihr das. Das ist voll geil, oder? Kann man schon als Konter nutzen. Ja, ich habe deinen Felsen dumm gelaufen, Kollege. Nee, das wollte ich eigentlich gar nicht. Hier, ich hätte nochmal einen Felsen für dich. Ja, okay, decken wir den mal wieder mit Würfen ein. Macht ja auch immer Bock. Hallo? Zieh. Achso, Ausdauer. Komm, wir snacken ein. Was soll's. So, und jetzt gehen wir ran. Er hatte schon ein bisschen Damage bekommen. Betäubungsschaden bekommt er ja von uns auch genügend. Da kann er sich nicht beschweren, sage ich mal.
gibt's von uns immer ein bisschen was mit. Nur mit der Combo-Anzeige, die würde ich gerne mal mehr füllen, dass wir einfach noch krasseren Schaden machen. Das wäre halt geil. Jetzt hier 127 statt 124 am Anfang, hatten wir ja im letzten Part schon festgestellt. Oh, jetzt habe ich es verkackt, weil ich zwei Hits daneben gesetzt habe. Egal. Jetzt kriegen wir auf jeden Fall nochmal einiges von dem blauen Kram. Das brauchen wir ja auch für Rüstung aufzuwerten. Helme und Verteidigung und Krampfkraft und was weiß ich nicht alles. 199, also hat sich definitiv gelohnt. Es lohnt sich schon immer mal wieder, die Kämpfe hier zu bestreiten. Ja, leider kein Ambrosia. Goldbernstein. Und bald ist auch unsere Wiederbelebung am Start. Ja, die sollte man dann auch nutzen, wenn man hier gegen die stärkeren Gegner dann antreten möchte. Wo sagt er dann, wo mein Ambrosia ist? Unten. Oh, nee. Nein. Irgendwo hier. Ah, okay. Oh, und da wäre nochmal... das ist jetzt blöde. Oh, stimmt. Fallschaden. Danke, Spiel. Das soll man auf jeden Fall mit. Ja gut, wenn wir jetzt hier in der Stelle sind, könnte ich natürlich gerade das mitholen. Oh, das ist jetzt doof gelaufen. Sorry, Leute. Oh. Komm, Sturzflug, Sturzflug. Sehr schön. Ja, aber da mache ich doch Schnellreisefunktionen. Lass das eine Ambrosia stehen. Ja, dafür hat sich's halbwegs gelohnt, sage ich mal. So, wo haben wir denn eine Schnellreise? Halbwegs nah an unserer Hauptquest. Das wäre einmal möglich. Wäre da oben auch was möglich? Nee. Nee, da, da gehen wir da hin. Wo war es hier? Hier war es. Schnellreise dorthin. Der Weg zu Eberos. Ja, oder Erebos. Da waren wir ja vor kurzem. Und da gehen wir von dort aus jetzt weiter zur Hauptquest, wo wir wahrscheinlich auch ein Rätsel lösen müssen. Hat mir schon jemand in die Kommentare geschrieben, von wegen hier Gewölbe von Ambrosia, Rätsel und so weiter. Vielleicht waren wir auch dort mal. Ich kann es nicht mehr genau sagen. Vögelchen fliegt. Und da holen wir uns hier noch ein bisschen XP mit. Warum nicht? Dass die Gegner respawnen, finde ich übrigens cool. Hat man immer wieder schöne Kämpfe. Geht mir ja gut ab. Ich liebe das, ja. Bei so Games generell schon mal. Nein, wollte ich gar nicht. Ich wollte Vögelchen rufen. Hat zu früh ausgewichen. Es ist eigentlich nicht so schwer, ne? Man stellt sich echt trottelig an. Aber der Typ hier ist schon mal betäubt. Das ist schon mal sehr gut. Die Typin. So, unsere ersten 49 blauen Einheiten. Traumhaft. So, und da haben wir unseren zeitlichen Bonus, der sich natürlich bei der Axt- und Betäubungsschaden sehr, sehr schön spürbar macht. Da hat er einen Hit kassiert, habt das gesehen? Da hat der Minotaurus mal schön seine Kumpanin da umgeballert. Ups, nein, nein. Ja doch, Vögelchen, ist in Ordnung, kannst du machen. Ich gönn mir mal einen Heiltrank, bevor ich es jetzt hier irgendwie verkacke, das wäre halt dumm. Möchte ich jetzt einfach nicht riskieren. Minotaurus. Ui. Glitzert da noch was? Da unterm Baum. Wäre gerade geil, einen Goldbernstein noch zu finden oder sowas. Ich glaube, wir sollten ja immer noch das finden. So eine Zutat, die überwuchert ist. Ich denke mal, davon gehen. Das meinen die bestimmt. Nehme ich mal an. Ich weiß nicht, was die meinen. Ah, und da könnte man noch Heiltränke absnacken. Das habe ich eben vergessen an dem Baum. Das heißt eben, es könnte auch schon länger her sein bei euch. Axtregel. Schön. Ah, da schön kassierte Kollege. So, ich denke, die Kombo überlebt da nicht. Und nochmal etliches an XP. Sehr geil. So, hier könnten wir Bäume umhauen. Wie gesagt, für diesen Erfolg. Könnten auch mal gucken, ob das damit gemeint ist, mit dieser Quest, die wir da haben. Mit diesem Goldbernstein, also mit diesem Überwucherung da. Keine Ahnung. Weil es wäre auch mal sinnvoll für die Zukunft, dass wir wissen, was wir da brauchen. Hier hätten wir jetzt so ein Ding, Goldbernstein. Wie gesagt, das ist echt ein Megatrick, danke dafür. So, Rangverbesserung verfügbar. Hier holen wir uns noch Tränke mit, dann war's das. Und da können wir mal gerade gucken in der Heldenprüfung, ob wir das jetzt abgeschlossen haben, ja oder nein. Ja, bla. Ganz kurz gucken. Ich glaube, hier dann X drücken oder was das war. Tägliches Rezept. Besiege Medusa. Nee. Gut, das kann man dann irgendwie auch markieren. Was weiß ich, was die da von mir wollen. So, egal. Wir sind auf jeden Fall hier gelandet, wo wir hin wollten. Wir wollen jetzt hier hin, ne? Verschaffe dir Zugang zum Gewölbe der Aphrodite. Das ist jetzt das, was wir auf jeden Fall angehen werden. Und wo wir jetzt auch mal hinten dran bleiben. Oh nein, da glitzert's. Oh Mann, ich hasse das Spiel. Oh Mann, ich hasse das Scheißspiel. Ah,
Ich dachte gerade, was sind das für Bären? Riesenbären oder was? Ah, und stimmt, Lebenstränke haben wir auch keine mehr und Bären sind super gefährlich und oh Gott. Soll ich mich mit denen anlegen? Warum sind die so dick? Nee, komm, lassen wir mal. Ich fliege aber mal darüber. Das Blaue holen wir uns natürlich mit. Was war das gerade für ein Sound? War das der Vogel? Klingt wie mein Baby. Wie mein kleines Kindchen. Nee, Ambrosia. Hm, nett. Echt? Hatte ich noch gar nicht markiert, oder? Was ist hier los? Da ist ein bisschen Party hier unten angesagt, oder? So, 6 Ambrosia. Ich glaube, wir brauchen 7 oder 8 oder sowas. Also es sollte auch demnächst mal möglich sein, da was zu machen. Da hätten wir wieder Pilze. Da hinten glitzert es wieder. Warum glitzert das da hinten? Das nervt mich. Mann, ist das eine Scheiße. Ist das dieser Kessel der Kirke oder warum? Warum glitzert es da? Weiß auch kein Mensch. Pilze sammeln. Oder soll ich dorthin? Nee, soll ich nicht. Ich soll da hinten hin. Warum ist das so ein großer Baum? Ist das unser Questziel? Keine Ahnung. War ich hier mal? Gaias Seele entdeckt. Hm. Locker. Und da glitzert es massiv. Würde ich schon sagen, holen wir mit, oder? Nein. Hier haben wir wieder normale Gegner. Also Skalierung ist auch traumhaft. Vielleicht ist Hauptquestgebiet, das könnte ich mir sogar vorstellen, dass das Hauptquestgebiet irgendwie so halbwegs vorgegeben ist und dass dann der Rest nebendran so ein bisschen mitskaliert, halbwegs mitskaliert, wie auch immer. Dass das irgendwie so läuft, könnte ich mir vorstellen. Ist bei manchen Spielen so. Questbereich, ein Träumchen. So, hier wollen wir rein, oder? Ist das so? Ist das wirklich so? Ich weiß es nicht. ja, doch. Alles klar. Moment mal. Ich bin gerade irritiert. Warum schickt er mich noch? Achso, wegen der Markierung. Die sollten wir vielleicht mal wegmachen. Nein, nein, wegmachen. Die auch wegmachen. Und die wegmachen. Alle Markierungen weg. Okay, alles klar. Hat mich gerade irritiert, die Markierung da. In der Hoffnung, dass die Wurzel verschrumpeln würde, träufelte Phoenix die Tränen. Nein! Nein, Adonis, mein Herz! Warum lässt mein Verstand dich nicht gehen? Was passiert mit mir? Ups, ich gehe besser zu Aphrodite. Aphrodite hat Adonis wirklich geliebt. Und ich habe sie mit Hephaistos verheiratet. Ja, Adonis bedeutete ihr alles. Das mit dem Eber war meine Schuld. Bitte was? Ich meine, ich habe ihn nicht umgebracht, aber auch nicht gerettet. Ich habe Aphrodite nicht zugehört. Hm, okay, interessant. Also ich dachte jetzt eigentlich, dass es hier storytechnisch ein bisschen losgeht, aber passiert halt, na, Moment, wir sollen jetzt, finde Aphrodite, da sollen wir jetzt hin. Ist ja nicht weit von hier, da machen wir das auch. Und da ist ein Einhorn, da ist ein Einhorn. Ja doch, das ist ein Einhorn und ich mache mich unsichtbar. Sehr geil. Was haben wir denn da Schönes? Komm her, komm. Es dürfte mich eigentlich nicht sehen. Sehr geil. Indica. Sieht auch mal relativ stark aus, sage ich mal. Ist es das auch? Hatte ich das schon? Nö, ich hab's ja gerade gezähmt, ne? Oh, doch. Ist auch ein... Ist dann so ein Einhorn ein stärkeres. Sehr geil. Also auch ein episches Reittier, nehme ich an. Sehr geil. Hm, voll Glück gehabt. Einfach mal so drüber gelaufen. Also für die Leute, die das interessiert, ist an der Position hier, also vor dem Questgebiet hier in diesem Bereich hier, hier im Sumpf, wer das möchte. Hm. Coole Sache. Ein nächstes episches Reittier, es ist ein Träumchen. Ja, die ganzen Items hier locken mich natürlich ein bisschen an. Da würde ich mal sagen, gehen wir mal zu der Aphrodite, mal gucken, was die so meint. Da hinten sollen wir hin? Nee, da sollen wir nicht hin. Da sind zu viele Gegner, kein Bock drauf.
Also laufen wir einfach hier hin, ein fauler Apfel. Laufe ich jetzt in das Gebiet, wo ich eben herkam? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ist ja eher ein größeres Gebiet, wo wir einfach nur rein sollen. So, die hauen wir natürlich locker weg. Questbereich. Hier muss ich einen faulen Apfel finden, oder was? Gaias Seele. Ja, die Aphrodite chillt hier irgendwo rum und ich muss sie finden, oder was? Was wollen die mir sagen? Ich guck mal ganz kurz. Oh, die kann hier überall sein, oder was? Verstehe ich das richtig überhaupt? Ist einfach nur Questbereich und ich soll die doch finden, oder? So irgendwie war das doch. Hm, hauen wir uns erstmal die Eber da weg. Mit denen hat sie ja eh immer Stress, mit den Ebern da. Da hinten glitzert irgendwas rum. Aber dort soll ich nicht hin, oder? Das ist viel zu... Oh, Moment. Ich bin richtig geflogen, sorry. Aphrodite, bitte. Sag mir doch, was los ist. Ich weiß zu schätzen, dass du mir helfen wolltest. Aber du hättest das wirklich nicht tun müssen. Ich dachte nur, wenn wir die Wurzel bewegen, könnte ich deine... Ich kann die Wurzel problemlos bewegen. Jedenfalls, seit du sie mit Meeresschaum gewässert hast. Also... Danke. Aber du musst dich wirklich nicht mit meiner Essenz beschäftigen. Halt! Ich habe das alles umsonst ertragen? Die Tränen? Diese eklige Nettigkeit? Wenn du nicht unsterblich wärst, wärst du tot für mich. Hermes, meine niederträchtigste Eifersucht, meine selbstverliebten Glaubenssätze sind dort verschlossen. Warum sollte ich sie mir je zurückwünschen? Gut, du warst nicht gerade die wohltätigste Person, aber das ist ja nicht alles. Erinnerst du dich nicht, wie lustig es war, über die anderen Götter zu tratschen? Über Heras hässliche Festgewänder? In dieser senfgelben Schärpe sah sie aus wie eine verdorrte Möhre. Nein, das war alles Zeitverschwendung. Ich hätte mehr sein können. Ich war nie genug. Was in aller Unterwelt redest du da? Nie genug? Nach wessen Maßstäben? Wovon redet sie denn da? Keine Ahnung. Es hat keinen Sinn. Sie will es nicht hören. Vielleicht suchst du dir andere Götter. Nein, das wäre nur halb so lustig. Wohltätigkeit ist ja gut und wichtig, aber doch nicht von Aphrodite. Ihre Art machte die Welt erst interessant. Sie hat den Dingen den richtigen Pfiff gegeben. Sie hat buchstäblich die Welt verändert. Sie hat immerhin den Trojanischen Krieg angestiftet, damit sie die Schönste sein kann. Das ist es. Ich weiß nicht, ob wir die Zeit haben, einen Krieg anzuzetteln. Nein, wir bringen ihr den Preis, den ihre Eitelkeit ihr eingebracht hat. Den sie so sehr wollte, dass sie sogar Kriege geschehen ließ. Wenn sie ihn sieht, will sie ihren alten Pfiff vielleicht doch zurück. Den Apfel der Zwietracht? Den Apfel der Zwietracht! Ich mache mich sofort auf die Suche. Gut, sie ist gerade einfach langweilig. Ich kann keine Bemerkung über Persephones Frisur machen, ohne dass sie anfängt, von ihren hungrigen Seelen zu labern. Mir fehlt die alte Aphrodite. Schon irgendwie geil. Ja, ne, da würde ich sagen, machen wir im nächsten Part an der Stelle weiter. Gucken wir mal, wo wir jetzt hin sollen, was wir zu tun haben, wie es weitergeht, wie auch immer. Jetzt müssen wir... Moment mal. Jetzt soll ich hier hin? Ach, jetzt soll ich dorthin, wo ich vorbei... Ah, okay, alles klar. Finde den Apfel der Zwietracht. Ach, und das ist das Teil, wo ich da außenrum vorbei bin. Oh mein Gott, traumhaft, hätte ich das gewusst. Ja, nee, dann machen wir das im nächsten Part. Werden wir uns dorthin aufmachen, werden uns das angucken. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, macht auf jeden Fall nochmal mega Laune. Und dann werden wir die ganze Sache hier mal regeln. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wünsche euch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.